Moin Moin, du bist auf dem Kanal Generation Outdoor. Mein Name ist Alvo mit den wuscheligen Haaren und heute ist der fünfte Tag auf dem Heidschnuckenweg. Wir wandern heute nach Bisping. Wir sprechen ein bisschen über Blasen auf der Tour, weil mich das gerade direkt betroffen hat. Viel Spaß mit dem Video. Ja Leute, ich habe mir angewöhnt, einfach morgens viel zu lange rumzusitzen, rumzuchillen, ja, und erst viel zu spät loszugehen. Ich glaube, jetzt haben wir 11 oder so, wo ich losgehe, sogar Viertel nach 11. Es wird irgendwie gefühlt immer später, aber ich sitze dann da am Zelteingang, ja, das Tarp so auf der einen Seite so ein bisschen hochgeklappt und gucke dann einfach dem Frühnebel zu, wie er zwischen den Bäumen aufsteigt und so. Ich weiß nicht, ich bin da ein bisschen zu chillig, wenn ich wirklich so viele Kilometer mal machen wollen würde, wie ich es eigentlich machen wollen würde. Aber meine Güte, lieber Spaß und entspannt als gehetzt und irgendwie sinnlos, oder? Zumindest geht es mir so. Ja, ich hole mir dann, glaube ich, heute den 7. oder den 8. Stempel ab in Bisping. Ja. Komme da auch an diesem Snowdome vorbei. Deshalb hat mir der Name auch die ganze Zeit was gesagt. Immer so überlegt, hä? Bisping, das kennst du doch irgendwie. Ja, da ist so ein riesen Skihallen-Irgendwas-Ding. Ja, war ich noch nie drin. Vielleicht war da ja einer von euch und kann mal was dazu schreiben. In die Kommentare gerne damit. Ja. Und ich wandere jetzt erstmal weiter. Ja, die Nacht war ein bisschen unruhig, muss ich sagen. Also, ich habe nicht so durchgeschlafen irgendwie und dann auch immer so, also nicht so geil insgesamt, aber passt schon. Ja. Ich fühle mich auch ein bisschen müde jetzt. Ja, wandern wir doch mal weiter durch die Heide. Guck mal. So Freunde, ich bin an Beringen vorbei, ja, sind noch knapp 8 Kilometer bis Bispingen. Ihr merkt schon, ich bin echt ein bisschen fertig, ja. Die Heidelandschaft hat langsam aufgehört, ja, ich bin auch mal wieder über richtige Dorfstraßen und so rübergekommen. Also es geht jetzt tatsächlich wohl wieder ein bisschen mehr Richtung Zivilisation. Gucken wir mal. Ja, ich bin auch langsam echt kaputt. Also 5 Tage Winter-Survival-Wanderung. Das hat mich jetzt schon echt geschafft. Vor allen Dingen als allererste Tour im Jahr. Ist ja nicht so, dass ich jetzt trainiert wäre oder so, ne? Im Gegenteil. Das letzte Mal, wo ich wandern war, ist halt ein bisschen her, ne? Dezember, glaube ich. Eieiei. Und da habe ich ja auch nicht viel geschafft wegen dem hohen Schnee. Wir wollten aber über Blasen reden. Warum wollen wir über Blasen reden? Weil ich es geschafft habe, mir welche zu laufen. Und aus meinen Fehlern könnt ihr lernen. Also, was war mein erster Fehler? Mein erster Fehler war, dass meine Socken abends feucht waren. Einfach wegen Schwitzen und so weiter und so fort. Und über Nacht bei den Temperaturen natürlich nicht trocknen. Ja? Also die bleiben halt feucht. Das heißt, wenn man morgens wieder reinsteigt, steigt man wieder in feuchte Socken. Schlecht, weil wenn die Haut aufgeweicht ist durch Feuchtigkeit,
dann kennt ihr aus der Badewanne, dann werfen die so Rillen und dadurch entstehen eher Blasen, weil die sich gegenseitig reiben und so weiter und so fort. Zweiter Fehler, ich war zu faul morgens, ich habe ja schon gesagt, ich habe alles morgens immer ein bisschen schleifen lassen, mir meine Füße einzucremen, provisorisch, weil das hilft, wenn die Socken nass sind, trotzdem dann, dass man keine Blasen kriegt. Das habe ich aber nicht gemacht. Mein Fehler. So, was habe ich jetzt getan mit den Blasen? Ich habe jetzt tatsächlich gestern Abend unter einer kleinen Lampe in meinem Zelt mir 4 Blasen mit dem Ranger Wood aufgestochen. Das hört sich so schön an, wie es war. Ja, habe das ein bisschen gereinigt, ein bisschen eingecremt und bin in trockene, saubere Socken, meine Schlafsocken damit gestiegen und habe dann heute Morgen nochmal alles eingecremt und nachgeguckt, ob sich irgendwas entzündet hat oder nicht. Ne? Warte mal, da unten muss ich lang. Das heißt, so habe ich die behandelt und ich spüre sie teilweise, ja, beim Wandern, aber es geht insgesamt, es geht. Also man kann so wandern, es ist nicht besonders angenehm, aber es ist nicht so schlimm, als wenn die ganz wären sozusagen. Ja. Blasen sind ein riesiger Motivationskiller, genauso wie ein Wolflaufen. Für den Wolflaufen habe ich ja jetzt mittlerweile so Radlerhosen an beim Wandern. Das funktioniert echt super, muss ich sagen. Also ich muss mich da auch nicht mehr eincremen oder sonst irgendwas. Und jetzt muss man halt noch auf die Füße achten nur noch. Aber wenn man auch das nicht macht, dann kriegt man Blasen. Deshalb lernt daraus, dass ich es falsch mache und macht es richtig. Ja Leute, ich habe jetzt mittlerweile Bispingen passiert und habe mir meinen 8er Stempel, müsste es gewesen sein, im Heidehotel Rieckmann geholt. Und vielleicht habt ihr es ja schon denken können, wir haben ungefähr Halbzeit auf der Tour und ich fahre jetzt nach Hause. Ja? Ich bin hier am Snowdome oder Ralf Schumacher Karthalle, wem das eher was sagt. Ja? Und habe mir hier einen Flixbus für 6 Euro. Ja? Also günstiger geht wohl gar nicht, einen Tag vorher. Also ich sage ja immer wieder, wer rumreisen will, nehmt einfach einen Flixbus, stellt euch ein bisschen auf die Unannehmlichkeiten ein, die man da eher hat, als vielleicht, wenn man mit dem Auto fährt, und das ist kein Problem. Aber ich will ja nicht immer so viel Werbung für Flixbus machen, sondern wie fand ich denn überhaupt insgesamt die Tour? Ich muss sagen, es sind wunderschöne Landschaften, Leute. Also wer mal wieder richtig was Abwechslungsreiches sehen will, nicht immer nur Berge, und auch mal ein bisschen sehen möchte, was so Norddeutschland zu bieten hat, dem kann ich diese ganzen Heideflächen einfach nur empfehlen, um Handelow herum und so weiter und so fort. Ja. Also wunderbar. Selbst war die Tour sehr anstrengend für mich, weil es die erste Tour im Jahr war und eine Wintertour gleichzeitig. Ja, also doppelte Anstrengung, ein bisschen viel Gepäck, aber das brauchte ich halt, ne, wegen den Temperaturen. Ja, kann man nichts machen. Ich versuche die zweite Hälfte der Tour dann relativ in Anschluss. Ich mache vielleicht eine Woche Pause oder so, um mich zu erholen, vielleicht auch 2 Wochen, je nachdem, ne, wie es mit dem Videoschneiden klappt. Und dann gehe ich direkt auf den zweiten Teil vom Heidschnuckenweg, um den natürlich dann ganz gewandert zu sein, ja, weil ich da auch voll Bock drauf habe. Aber ich merke halt, wenn ich jetzt auch weiter wandere, ich könnte es zwar körperlich, aber dann fängt es an, keinen Spaß mehr zu machen. Also ich habe heute schon an manchen Stellen gemerkt, dass ich mich vorantreiben muss, und wenn ich mich vorantreiben muss beim Wandern, dann habe ich da keine große Lust mehr drauf, weil das ist dann irgendwie nicht mehr das, was ich beim Wandern machen möchte. Ja? Ich möchte ja draußen sein, um die Natur zu genießen, ja? Morgens im Zelt zu sitzen, rauszugucken, ja? In die schöne Natur,
Tiere zu erleben und so weiter und so fort. Besondere Momente, besondere Orte, an denen nicht jeder langkommt, zu erleben. Da kommt ein böses Auto, aber das soll uns nicht stören. Hier sind ja überall Autos. Ja, und deshalb mache ich hier sozusagen Pause und mache dann später weiter die Tour. Ja. Das heißt, das waren jetzt 5 Tage war ich jetzt unterwegs. Und ich bin auch zufrieden mit dem, was ich geschafft habe, muss ich sagen. Ja. Also, ich kann nur jedem empfehlen, die Heidschnuckentour auch mal zu machen. Ja, weil sie auch deutlich leichter ist und man sieht trotzdem schöne Dinge als zum Beispiel den Westweg. Mit anderen, ja, ist auch leichter als der Harzer Hexenstieg. Also es ist schon ein relativ leichter Wanderweg. Man hat nie viel hoch und runter. Ja. Vielleicht ändert sich das auf der zweiten Hälfte der Tour, aber so wie ich es im Höhengrafen gesehen habe, eigentlich nicht. Ja. Ich hoffe dann, dass euch diese kleine Tour gefallen hat. Lasst mir noch ein Like da, wenn es so ist. Und ansonsten abonniert mich für den nächsten Teil vom Heidschnuckenweg. Und wir sehen uns dann bei den nächsten Videos. Bis dahin. Tschüss, tschüss.